sichere Funkverbindung hergestellt. Hier ist Wächter 2. Ich bin froh, dass ihr euch meldet, Ziffer. Der Funkverkehr zwischen den überlebenden Zellen hat zugenommen. Und es scheint, dass der Adler einen weiteren Angriff plant. Was für einen Angriff? Wir sind uns nicht sicher. Der Adler hat nur eine Zelle gebraucht, um die Dominator hochzujagen und Darth Yaddus auszuschalten. Bei seinem nächsten Angriff will er das gesamte Terrornetzwerk einsetzen. Aber die Nachrichten, die wir abfangen konnten, sind leider viel zu vage. Nur versteckte Hinweise auf Geräte, die sie Vernichter nennen. Das ist ja wunderbar. Ihr sagt es. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, das Terrornetzwerk zu vernichten. Wenn ihr die größeren Zellen eliminiert, können wir weitere terroristische Schaltzentralen identifizieren. Gelingt euch das oft genug, bricht das Netzwerk auseinander. Es scheint, dass ich euch da wieder rausholen muss. Gut. Warum erschießt ihr nicht einfach ein paar Leute? Das hilft mir immer dabei, meine Daten zu ordnen. Entschuldigt, das war unangebracht. Ich habe nur keine Energie, um mich mit sozialen Verhaltensregeln zu beschäftigen. Wir bleiben in Kontakt. Wächter 2, Ende. Warum hat die sich entschuldigt? Also ich fand den Witz eigentlich gar nicht mehr so übel. Tag nach Unino. Alle Kraken der Boa Ravoa. Naya Nam Ramkam. Kala Amkam Mani Mani. Livikba. Wie sieht es aus? Manuk Maraka Naja. Ki Nawabam. Yak Manala. Ham Inu Memnu. Naja Naya Amkam Mimik Maraka. Warum nicht? Laporam Amka. Mamni Nikam. Nag Naya Mamni Kamkam. Rujakak. Yam Kim Aliam. Entschuldigung, Ziffer 9. Willkommen an der östlichen galaktischen Front. Dieses ganze Sternensystem ist ein Krisenherd. Republik und Imperium testen gegenseitig ihre Stärke aus. Und dazwischen lauern die Terroristen. Ein perfekter Ort zum Zuschlagen, nicht wahr? Ganz genau. Die Leute des Adlers benutzen den Krieg als Deckmantel für ihre lokalen Aktivitäten. Balmorra ist ihr Ausbildungslager. Hier rekrutieren, trainieren und bewaffnen die Zellenmitglieder neue Terroristen. Frische Soldaten, die dann zu anderen Punkten im Netzwerk entsandt werden. Das ist ein entscheidender Teil des Systems. Wo kann ich mich anmelden, um da mitzumachen? Das kann ich euch nicht sagen, aber ihr habt schon die richtige Idee. Ihr braucht Unterstützung vor Ort, um dort die Terrorzelle hochgehen zu lassen. Ich sage einem unserer Mitarbeiter Bescheid, dass ihr dort seid. Lecoeurne Renault ist der Stationschef in Sobrik, der imperialen Siedlung, in der ihr gelandet seid. Er leitet den Geheimdienst auf Balmorra und kann euch mehr Auskünfte erteilen. Was haltet ihr von diesem Mann? Er arbeitet schon seit Jahrzehnten für uns. Ich bin ihm nie begegnet, aber ich denke schon, dass er loyal ist. Renaults Geschäftszentrale ist als Waffenhandlung getarnt. Er erwartet euch bereits. Verliert keine Zeit, Ziffer 9, und passt auf, was ihr sagt. Wenn etwas schiefläuft, habt ihr bald den halben Planeten am Hals. Wie ich echt immer in die falsche Richtung laufe, weil ich mich hier hinstelle und dann bin ich plötzlich hier. Verdammte Axt.
Bis später. Wieder zurück, Liebling. Das ist mein Stichwort. Bin schon da. In einem Kriegsgebiet. Das ist mein Angebot. Seht euch schnell um. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Ja, wen haben wir denn hier? Lasst mich euch ansehen. Hervorragend! Niemand wird jemals einen Fremdling verdächtigen. Endlich hat der Aufseher jemanden geschickt. Zu schade, dass erst eine Katastrophe geschehen musste, bis das Hauptquartier reagiert. Sprecht ihr vom Angriff auf Drum und Kars? Das kann man doch nur Katastrophe nennen. Tausende tot, ein Mitglied des Rats der Sith ermordet. Kaum zu glauben, dass das Imperium so tief gesunken ist. Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Trinkt einen Schluck. Entspannt euch von eurer Reise. Der Laden macht vielleicht nicht viel her, aber er ist sicher. Genehmigt ihr euch häufiger einen, wenn ihr im Dienst seid? Habt ihr etwa noch nie mit einem Glas luranischen Branntwein in einer Kantina gesessen und gehofft, dass eure Deckung nicht aufgeflogen ist? Unser Beruf ist gefährlich, Agent. Jeder hat einen anderen Weg, damit umzugehen. Aber kommen wir zum Geschäftlichen. Diese Terroristen, hinter denen ihr her seid, sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Sie sind gewissermaßen schlimmer als die Republik. Also kooperieren Sie nicht mit der Republik? Diese Terrorzelle ist selbst herangezüchtet. Aus Balmoranern, die mit der imperialen Herrschaft unzufrieden sind. Ich habe den Verdacht, dass die Republik die Terroristen stillschweigend unterstützt. Wir sind ihr gemeinsamer Feind. Also tun wir unser Bestes, um mit den Bombenanschlägen und den Sabotageaktionen zurechtzukommen. Ich höre zu, bitte. Der Gouverneur statuiert nach jedem Angriff an einigen Dutzend Balmoranern ein Exempel, aber das zeigt nicht viel Wirkung. In der Zwischenzeit habe ich die Struktur der Terrorzelle studiert und es gibt gute Neuigkeiten. Wenn wir den örtlichen Anführer erledigen, sollte die Zelle zerfallen. Ihr habt diesen Plan, aber ihr habt ihn nicht in die Tat umgesetzt. Ja, nun, wir wissen nicht wirklich, wer der Anführer ist. Die Terroristen nennen den Mann Grauer Stern. Er leitet die Zelle, gibt Befehle und kennt alle Geheimnisse. Angeblich hat der Graue Stern mit dem Adler zusammengearbeitet, aber wer weiß das schon? Nur die hochrangigen Mitglieder der Zelle kennen die Identität des Grauen Sterns. Wir können ein Zellenmitglied gefangen nehmen und die Folterdroiden auspacken. Das sollte uns die gewünschten Informationen verschaffen. Das klingt schmutzig. Sehr schmutzig und würde vermutlich unsere Beute alarmieren. Ich schlage eine andere Strategie vor. Ich habe bereits einen Maulwurf in der Terrorzelle. Er ist ein guter Kerl.
Allerdings keine Ziffer. Er kann euch reinbringen. Ihr hättet die Möglichkeit, die Terroristen zu beeindrucken, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und mir Zugang zu ihrem Anführer verschaffen. Exakt. Der graue Stern wird uns gehören. Sanyu Pine, mein Agent, kann euch den Terroristenanwerbern bei der Troida Militärfabrik außerhalb der Sicherheitszone vorstellen. Aber achtet darauf, wie ihr euch gebt. Wenn die Terroristen euch verdächtigen, zum Imperium zu gehören, verliert ihr den grauen Stern und euer Leben. Ha! Ich und mein Leben verlieren? Also ich glaube, es hackt, oder? Kann man die Abkürzung nehmen? Jo, kann man. Gut. Zeige alle autorisierten Ziele an. Verschwendet nicht eure Zeit, Sanyu. Ihr habt Glück, dass ihr überhaupt hier seid. Ich hab euch diese Störgeräte besorgt, oder etwa nicht? Ihr schuldet mir was. Vielleicht nicht viel, aber ihr schuldet mir was. Wann habt ihr zum letzten Mal für uns eine Operation durchgeführt? Was? Kommt schon, das hatten wir doch schon. Der graue Stern hat nicht nach Feiglingen gefragt. Und der Adler auch nicht. Glaubt ihr? Hey, sieh an, wer es endlich geschafft hat. Es ist schön, euch leibhaftig zu treffen. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Ich denke, ihr werdet gut mit ihnen auskommen. Hoffentlich besser als ich. Ich habe mich schon gefreut, eure Freunde kennenzulernen. Chemisch, das ist die Frau, die nach der Übertragung vom Adler mit mir in Verbindung getreten ist. Sie will bei uns mitmachen. Aha. Sanyu sagt, ihr habt auf Dragonvale gegen die Imperialen gekämpft. Das Imperium soll einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt haben. Ich wusste nicht, dass ihr auf Dragonvale wart. Wir sollten uns unterhalten. Ist das alles wahr? Seid ihr tatsächlich so gut im Töten und wollt das Imperium von Balmorra vertreiben? Ich bin der schlimmste Albtraum des Imperiums. Okay, nehmen wir mal an, das stimmt. Ich heiße Chemisch. Diese Leute hier, sie folgen dem Grauen Stern, unserem Gründer. Das Imperium spuckt auf sie, lässt sie verhungern und bestraft sie. Nun zu euch. Ihr seid nicht von Balmorra. Ihr habt nicht mitgemacht, was sie durchmachen mussten. Was mich zu der Frage führt, inwieweit ich euch trauen kann.
Wer hat euch hier zu Richter und Geschworenen in einer Person gemacht? Seht ihr diese Kybernetik? Die habe ich mir verdient, als imperiale Soldaten mich den Folterdruiden vorgeworfen haben, weil ich bedrohlich aussah. Da war ich 18. Verdammt! Chemisch, ich wusste nicht... Sicher, Sanyo. Also, ja, ich habe mir hier Respekt verdient. Ich genieße das Vertrauen vom Grauen Stern. Ihr habt noch viel vor euch. Es ist so, ich habe kein Problem, Leute für Sabotage und Selbstmordaktionen zu finden. Aber echte Soldaten? Sie sind schwer zu finden. Also, nehmt einen Job an und erweist euch als nützlich. Dann reden wir weiter. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Job? Es gibt eine verlassene Fabrik nicht weit von hier. Dort wurden Droiden gebaut. Aber die Verteidigungssysteme drehen durch, seit das Imperium die Kontrolle übernommen hat. Es wimmelt nur so von außer Kontrolle geratenen Sicherheitseinheiten. Außerdem gibt's dort teure Ausrüstung. Geht rein. Es gibt dort etwas, das ich will. Sagt, was es ist, und es gehört euch. Die Okara-Droidenfabrik hat abgeschirmte Energiekerne für Tarndroiden hergestellt. Ich will eine Kiste davon für meine Leute. Meine Leute können die Kerne in Bomben umbauen und diese an feindlichen Basen platzieren. Dank der Tarntechnologie wird sie keiner bemerken, bis es zu spät ist. Klingt gemein, aber manchmal ist gemein genau das Richtige. Stellen wir eins klar. Das ist ein Test. Solltet ihr scheitern, braucht ihr nicht zurückzukehren. Wir werden euch einfach töten. Viel Glück. Und seid vorsichtig. Die Fabrik ist ein ungemütlicher Ort. Zeige alle autorisierten Ziele an. Noch einer. Das ist mein Versteck, nicht eures.
bist du jetzt? Dank sei den Sternen, dass ich euch erreicht habe. Tut mir leid, dass vorhin, als Himmisch dabei war, konnte ich nichts sagen. Stationschef Renault hat mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst seid. Also habe ich alles so schnell vorbereitet, wie ich konnte. Wie auch immer, ich bin Sanyu Pine, aber das wisst ihr wohl schon. Ich bin Ziffer 9. Renault hat Gutes über euch berichtet. Jedenfalls versuche ich nicht zu vermasseln. Chemisch hat euren Hintergrund überprüft. Der Geheimdienst hat ganze Arbeit geleistet. Da gibt's kein Problem. Ich gebe mein Bestes, um etwas über den Anführer der Zelle herauszufinden, den Grauen Stern. Vielleicht erfahrt ihr mehr, wenn Chemisch euch vertraut. Chemisch für mich zu gewinnen hat oberste Priorität. Richtig. Nun, sie ist eine Fanatikerin, aber sie respektiert Ergebnisse. Je mehr ihr sie beeindruckt, desto mehr gibt sie euch. Eines noch, diese Energiekerne, hinter denen ihr her seid, ihr wisst, was Chemisch damit vorhat, ja? Sie wird Zobrik angreifen. Sie wird einige der neuen Rekruten die Bomben platzieren lassen, um die Stadt und die imperiale Basis zu treffen. Verluste? Wie viele Verletzte? Wie viele Tote? Was? Woher soll ich das wissen? Hört einfach zu!
Ich kenne einen Weg, um die Energiekerne zu deaktivieren, ohne dass Chemisch euch verdächtigt. In der Fabrik gibt es eine Maschine, die das kann. Wenn ihr die versiegelte Kiste durch die Maschine laufen lasst, werden die Kerne geröstet. Chemisch wird sehen, dass ihr sie nicht geöffnet habt und wird annehmen, dass sie mit der Zeit verfallen sind. Wenn ihr euch irrt, wird die gesamte Mission ein Fehlschlag. Das ist keine Option. Ich... Hör zu, es tut mir leid. Das stand mir nicht zu und es wird nicht wieder passieren. Die Mission ist zu wichtig, als dass Chemisch Verdacht schöpfen dürfte. Ich sehe euch dann, wenn ihr zurück in Droida seid, okay? Sanyo Ende. Ist er nicht niedlich? Und irgendwie dumm, was? Wenn er Geld hätte, wäre er perfekt. Wenn ihr ihn wollt, könnt ihr ihn haben. Jeder, den ich will, gehört mir. Das ist Teil meines Zaubers. Aber Sanyo will ich nicht. Wie dem auch sei, lasst uns diese Maschine finden. Oder auch nicht.